Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum 8. Spieltag der Fantasy-Bundesliga. Wir bewegen uns auf den Endspurt zu. Am Samstag gibt es dann in beiden Ligen die Konferenz jeweils voneinander unabhängig. Am Sonntag kommen dann auch in den Playoffs schon die Entscheidungen und wer dann am Ende der Meister wird. Schreibt uns gerne in die Kommentare, worauf ihr so Lust habt, was ihr vielleicht danach gerne noch sehen wollt. Ich weiß, es läuft aktuell nicht so ganz rund auf diesem Kanal, aber trotzdem umso dankbarer bin ich für jeden Einzelnen, der hier zuschaut und einschaltet. Also vielen Dank an euch alle. Ich küsse eure Augen. Und ansonsten, ja, danke fürs Reinschalten. Viel Spaß jetzt. Los geht's mit dem FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Genug vom Gelaber, let's go! Den vorletzten Spieltag eröffnen der FC Schalke 04 und der SV Werder Bremen in der Nordweststaffel. Königsblau von links nach rechts im ersten Durchgang in der Anfangsphase. Alessandro Schöpf im Mittelpunkt hat hier das gute Auge für Benito Rahman, der das Aluminium trifft, vorbei an Pavlenka, aber nicht hinein ins Tor. Schöner Linksschuss, eben etwas zu platziert, gezielt. Aber auch der SVW das erste Mal auffällig nach vorne durch Davy Selke. 10 Minuten waren da gerade einmal von der Uhr. Nimmt den Ball schön mit der Brust runter, dann direkt abgenommen mit dem rechten Fuß. War durchaus der Treffer schon in der Luft. Etwas über eine halbe Stunde jetzt gespielt, der FC Schalke 04. Tendenziell die etwas bessere Mannschaft im ersten Durchgang. Hier ist es nochmal Alessandro Schöpf, der versucht, den Treffer zu erzielen. Kevin Vogt hält die Pike rein und kann das Ding so entschärfen. Nach 45 Minuten stand es dann 0:0. Die Zuschauer konnten zufrieden sein. Es war eine unterhaltsame Partie. Es gab Chancen hüben wie drüben, der Gastgeber aber noch etwas besser. Auch im zweiten Durchgang sah das ganz ähnlich aus. Jonjo Kenny sieht Amine Harit, der legt nochmal zurück zu Alessandro Schöpf. Amine Harit wuchtet drauf. Pavlenka in der 58. Minute ganz aufmerksam. Starke Reaktion hier gegen diesen Linksschuss. Mit der linken Hand kriegt er den dann gerade noch einmal so raus. Wir springen so langsam schon in die Schlussphase. Schalke wollte es etwas mehr. Der Tabellenführer auch hier mit breiter Brust. Omar Mascarell, Benito Rahman zu Bujelab. Der trifft aber nur das Aluminium. Das zweite Mal also schon in diesem Spiel. Das war bitter. Trotzdem nochmal Schalke und jetzt der Ball im Tor. 83. Minute. Michael Gregoritsch mit dem 1:0. Toprak hebt das abseits auf, sodass Gregoritsch den Ball annehmen und verwerten kann. Dabei blieb es das Tor des Tages vom Österreicher. Hilft dem FC Schalke 04 zur Manifestierung der eigenen Tabellenführung. Weder bei Borussia Mönchengladbach noch bei Borussia Dortmund läuft es aktuell in dieser Runde so wirklich gut. Der Gastgeber vom VfL Borussia Mönchengladbach etwas weiter oben in der Tabelle am vorletzten Tabellenrang. Dortmund sitzt ganz hinten fest und musste hier in der 26. Minute das 1:0 schlucken durch Dennis Zakaria. Schön durchgespielt, dann ist der Schuss sehr gut gesetzt und Roman Bürki ist chancenlos zurückgelassen. Der BVB kam aber vor dem Seitenwechsel nochmal zu Chancen. Haaland legt zurück, Witzel, Sancho. Das 1:1 lag in der Luft, doch Jan Sommer ist dazwischen. Feiert sich vollkommen zurecht, war dann aber nochmal beschäftigt vor dem Pausenpfiff, der anschließende Eckstoß. Jan Sommer mit der Faustabwehr etwas unzulänglich, das Ganze. Noch einmal Haaland. Und wieder Jan Sommer, der wieder zum Eckball klären konnte. Aus dem resultierte dann aber nichts mehr. Das 1:1 hätte durchaus zu diesem Spielverlauf gepasst, aber es sollte
nicht fallen. So ging es erstmal in die Katakomben. Borussia Mönchengladbach könnte sich mit diesem Sieg etwas absetzen. Für den BVB wäre das schon eine mittelschwere Katastrophe, aber sie zeigten noch mehr Power, noch mehr Kraft im Spiel nach vorne im zweiten Durchgang. Rafael Guerreiro, wunderbarer Pass zu Jadon Sancho. Jetzt war der Ball im Tor, 53. Minute. Das hochverdiente 1:1. Der gut gefüllte Gästeblock war in Ausnahmezustand. Und es war jetzt sogar noch mehr drin. Stunde ungefähr gespielt. Marco Reus tritt nochmal auf den Ball, verlangsamt das Ganze. Trotzdem nochmal die gute Szene. Hakimi dann aber in Abseitsposition. Knapp, aber wohl richtig. Am Ende hatte Jan Sommer aber den Ball sowieso unter sich begraben. Nach vorne gab es ein paar Fehler auch beim BVB, sodass sich für Gladbach nochmal eine Chance eröffnete. Benesch ein letztes Mal. Roman Bürki, da waren zwar erst 65 Minuten gespielt, doch im Anschluss waren beide Teams ein wenig gehemmt. Keiner wollte zu 100% ins Risiko gehen, so gab es keine größeren Möglichkeiten mehr. Gladbach und Dortmund treten mit diesem 1:1 auf der Stelle. Der 1. FC Köln hatte Arminia Bielefeld zu Gast. Köln steht knapp unter den Gästen. Platz 6 zu Gast, also bei Platz 8. Die Geißböcke starteten hier furios rein. Ezeboué, wunderbare Flanke, super getimed. Córdoba muss nur noch den Kopf hinhalten, sodass in der 14. Spielminute das 1:0 fallen konnte. Vorbei an Ortega Moreno, der nicht mehr rankommt aus kurzer Distanz. Aber Bielefeld war hier auch nicht schlecht drauf. Erste Chance, 18. Minute, die dann richtig dick war. Sebio Soko legt auf für Fabian Klos. Schönes Zusammenspiel, sodass Timo Horn nochmal die Hand ausfahren muss und den Treffer verhindert. Bielefeld jetzt aber richtig aufgeweckt durch diese Situation. Rechte Außenbahn, Edmundsson, Sebio Soko auf dem zweiten Pfosten zu freistehend. Ausgleich in der 28. auch verdient mittlerweile. Super Flanke, Soko zu viel Platz, schöne Schusstechnik, Juan machtlos. Knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel nochmal der deutsche Sportclub. Manuel Prietl wird nicht angegriffen, Manuel Prietl nimmt sich dann einfach das Herz, 38. Minute. Die Partie war gedreht und ging mit einer verdienten Gästeführung auch erstmal in die Pause. Genug Zeit noch für den 1. FC Köln, das Ganze wiederum zu drehen. Bielefeld machte aber nicht den Anschein, hier weniger zu investieren. So blieben die Bielefelder direkt dran. Hartherz bekommt den Ball von Klos. Keanu Staude mit dem Kopfball. 69. Minute erhöht für die Gäste. Wieder eine Flanke. Zweiter Pfosten. Diesmal auch von Kölnern ausreichend besetzt. Doch Staude setzt sich im Zweikampf einfach etwas besser durch. Für Köln war es jetzt eine ganz große Aufgabe, aber es gab die Möglichkeit, sich nochmal ranzukämpfen. Hector, ja, Korps mit der Flanke und Nilsson, der es hier für sein eigenes Gehäuse fast noch gefährlich macht, setzt den Kopfball aber in sichere Distanz neben den eigenen Pfosten. Der Anschlusstreffer sollte jetzt langsam her, damit nochmal Hoffnung aufkeimen konnte. Jakobs Flanke erstmal rausgeklärt. Florian Kainz, Ortega Moreno, dann Pieper, der sich reinschmeißt. Riesenszene nochmal, das 2:3 hätte hier fallen können, fallen müssen. So blieb es aber beim 1:3. Arminia Bielefeld setzt sich ein bisschen von unten ab und Köln ist weiterhin mittendrin statt nur dabei. Stadtderby im Volkspark, der Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Die Braun-Weißen hatten hier von Beginn an das Selbstvertrauen
Gut aufzutreten, so leitete Marvin Knoll diesen Angriff ein. Matt Penny über die linke Seite, HSV eigentlich gut gestaffelt, damit fünf Mann auf einer Linie, rückt dann raus. Benatelli, aber Fährmann, der sich da von Tim Letschert absetzen konnte, schlägt dann zu, befreit sich da von seinem Gegenspieler. Ein bisschen Körperkontakt ist auch da, kann man überlegen, ob man das zurückpfeifen möchte. Wurde es aber nicht und dementsprechend das 1:0 für den FC St. Pauli. Für den HSV ein kleiner Rückschlag, der aber nicht bedeutete, dass sie sich zurückzogen, sondern noch mehr hier aus sich rauskamen. Luis Schaub in der Einzelaktion versucht sich dann halb Schuss, halb Flanke von Buballas Rücken noch etwas abgefälscht. Doch Robin Himmelmann ließ den Ball dann ohne Probleme in seinem 5-Meter-Raum auf. Fährmann hatte dann in der 34. Minute noch die Chance zum Erhöhen. Das 2:0 war ihm hier aber nicht vergönnt. Und so ging es mit 0:1 in die Pause. Der HSV hatte Luft nach oben. Der FC St. Pauli ließ etwas Leine nach der Führung, aber setzte kleinere Akzente auch immer noch nach vorne. Aber der HSV wusste jetzt, ganz genau, es musste noch mehr nach vorne gehen. Das ist Sonny Kittel über die linke Seite. Hat auch zu viel Platz. Das darf natürlich nicht sein. Kittel liegt zurück zu Luis Schaub, der da völlig frei am Elfmeterpunkt zum Schuss kommt, aber zu unplatziert abschließt. Robin Himmelmann hebt die Hände und fängt das Ding. Stunde jetzt gespielt, der Druck wurde höher. Sonny Kittel zu Aaron Hunt. Genialer Pass und der Ausgleich. 61. Das ging jetzt auch in Ordnung. Diesmal ist die Großchance genutzt worden. Und der FC St. Pauli trotzdem noch immer in der Situation, einen Treffer erzielen zu können. Benatelli hat schon den ersten Treffer aufgelegt. Knoll, Fährmann. Aber Heuer Fernandes ist da zu unplatziert, dieser Schuss. Trotzdem tolle Aktion hier von Heuer Fernandes. Schlussphase, nochmal der HSV. Das ist Aaron Hunt und jetzt passen sie auf. Aaron Hunt, 83. Ein Winkelschuss par excellence. Den kann man nicht besser platzieren. Wunderbar und dieses Traumtor entschied tatsächlich dieses Derby. Der HSV dreht die Partie nach einem Rückstand, ist damit wieder oben dran an den Playoffs. Platzierungen. Für den FC St. Pauli heißt es jetzt erstmal tief durchatmen. 1. Braunschweig gegen den VfL Bochum zum Abschluss der Nordweststaffel am vorletzten Spieltag. Die Bochumer wollten hier gerne noch ein bisschen oben ranschnuppern oder vielleicht sogar auf den zweiten Platz vorspringen. Lucia raus zu Osei Tutu, Kopfball von Danny Blum. Die Szene dann irgendwie bereinigt, aber das war die Riesenchance. Blum, guter Kopfball, super Reaktion von Fejzic. Dann ist Glück dabei, dass der Ball ans Aluminium geht. Das hätte natürlich schon das Ding sein können. Doch die Gastgeber auch nach vorne nicht gänzlich unsichtbar. Pourier zu Nick Proschwitz, einmal raus zu Mervili Biancardi, Kopfball von Marvin Pourier, der durchgelaufen ist, 28. Minute. Vielleicht noch größer die Chance als schon von Danny Blum, doch der Treffer fiel nicht. Auf beiden Seiten das Aluminiumpech vorherrschend und so gingen wir dann ohne Treffer in die zweite Hälfte, die weitestgehend unspektakulär verlief. Danilo hier mal mit einer Befreiungsaktion, weil sich Braunschweig aus der guten Lage nicht was Schönes erspielen konnte. Trotzdem wollte es Braunschweig am Ende nochmal etwas mehr wissen. Otto Marvin Pourier, abgeglitschte Flanke in die Arme von Manuel Riemann. Und so blieb es am Ende auch ohne Tor zwischen diesen beiden Mannschaften. Das hilft beiden nicht so viel. Nach unten kann man ein bisschen Luft schnappen, aber nach oben wäre hier viel mehr drin gewesen. Der FC Bayern München hatte den VfB Stuttgart zum Auftakt in die Südoststaffel zu Gast. Die Stuttgarter, ja, die stehen gar nicht gut da am vorletzten Tabellenplatz. Heute sollte es gegen die Mittelfeldmannschaft vom FC Bayern so in ja
besser werden und das wurde es. Aber nur für die Mittelfeldmannschaft. 21. Minute, Robert Lewandowski von Joshua Kimmich gut bedient. Albtraum für den VfB Stuttgart, der auch lange brauchte, um sich hier richtig einzufinden in der Allianz Arena. Da konnten sie nicht so ganz mit um, weil die Bayern das auch gut machten. Gonzalo Castro 5 Minuten vor dem Seitenwechsel. Neuer unsicher, kennt man so nicht von ihm. Mario Gomez, der Nutznießer, 40. Spielminute, das 1:1, der Ausgleichstreffer. Etwas aus dem Nichts in dieser Szene, Gomez bleibt aber drin und nickt das Ding dann ein. 1:1 nach 45 Minuten, das konnte den Stuttgartern etwas besser schmecken, aber auch mit einem Punkt kommt man nicht so richtig von der Stelle. Die Bayern aber mit der Standardsituation, Philips kann es nicht klären, Boateng, der sich dann im Gymnastiktraining probiert, aber nicht erfolgreich den Ball erwischen kann. Nur noch 10 Minuten, es lief auf eine Punkteteilung hinaus, jetzt wurde es aber nochmal spannender. Joshua Kimmich, guter Ball zu Serge Gnabry, einmal quergelegt zu Thomas Müller. Doch das vermeintliche 1:2 zählte nicht auf einer Abseitsposition beruhend, diese Entscheidung, das Knie auch im strafbaren Bereich. Dementsprechend alles korrekt. Der VfB Stuttgart dadurch mit der Chance, mit dieser Szene nochmal in Führung zu gehen und den Sieg einzusacken. Aber auch das wird zurückgepfiffen. 89. Minute, Daniel Didavi mit dem erst viel umjubelten 1:2. Aber wir sehen es im Moment der Ballabgabe, der Fuß von Didavi im Abseits und somit alles korrekt entschieden. Damit tritt der VfB Stuttgart weiter auf der Stelle. Der FC Bayern München ist damit sicherlich im Tabellenmittelfeld gut aufgehoben. Der 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt im Max-Morlock-Stadion. Eine Partie zwischen Platz 7 und Platz 10. Frankfurt sollte jetzt schleunigst noch einmal Punkte sammeln. Es ist noch nichts verloren, aber irgendwann muss man ja auch mal den nächsten Sieg einfahren. Das ist André Silva, 39. Minute und man fragt sich, warum kommt denn da kein Jubel auf? Der Ball ist doch im Tor im Vorhinein in dieser Szene. Wir schauen nochmal drauf. Das hier soll ein Foul gewesen sein. Ein für mich eher fairer Zweikampf, bisschen tritt er ihm da vielleicht auf den Fuß, aber bitter war es für Frankfurt allemal. Da erzielt man mal einen Treffer und dann zählt er nicht. Aber Eintracht Frankfurt steckte den Kopf nicht in den Sand und kam vor dem Pausenpfiff noch einmal nach vorne und zwar richtig gefährlich. Gacinovic verliert den Ball eigentlich an Erras, trotzdem die Flanke kommt zustande, da ist Sebastian Rode. Stolpert im Nachhinein noch über Martinia, setzt den Kopfball mit seiner eben nicht überragenden Größe über den Kasten. So blieb es beim 0:0. Da war mehr drin für die Gäste. Der 1. FC Nürnberg enttäuschte erstmal auf ganzer Ebene und im zweiten Durchgang wollte man das gerne ändern, brauchte dann aber, um Mittel zu finden. Frankfurt fand dann nach vorne aber auch nicht mehr statt, sodass die Klubberer tatsächlich die Entscheidung auf dem Fuß hatten. Das ist Robin Hack in die Mitte gelegt. Perfekt in die Mitte gelegt. Aber Nikola Dovedan verschont die Gäste. Kurz vor dem Ende scheitert an Trapp. Hat das ganze Tor vor sich und schießt Kevin Trapp an, der das 0:0 festhält. Bringt den Frankfurt dann auch nicht viel besser. Natürlich als eine Niederlage, aber insbesondere nach der ersten Hälfte wäre für die Eintracht hier auch der Dreier drin gewesen. Der KSC kann sich eher nach oben orientieren, wohingegen Dynamo Dresden nach unten schauen muss. Und das war ziemlich dringend. Der KSC hatte eine breite Brust, wusste das hier auch auszunutzen und von Beginn an aufs Feld zu bringen. Alexander Greuß in der 6. Spielminute mit dem 1:0. Kevin Broll mit der Faustabwehr. Ausgerechnet auf den Kopf des Torschützens. Dynamo Dresden aber auch dann mit der ersten Möglichkeit. 13. Chris Löwe, der da die Direktabnahme mal wagt, den Ball dann nicht optimal trifft und in den Gästeblock feuert.
Aber es war ein Zeichen, dass Dynamo Dresden hiermit von der Partie ist. Tatsächlich gab es dann die Chance zum 1:1. Sie wollten sie jetzt auch lösen und auslösen durch Husbauer, der aber mit einem wunderbaren Schuss nur das Aluminium trifft. 40. Spielminute. Es stand also 1:0 für den KSC. Der frühe Treffer hatte dafür gesorgt, aber Dynamo war mittlerweile schon die bessere Mannschaft. Auch im zweiten Durchgang sah das erstmal so aus. Chris Löwe zu Marco Terrazzino. Nochmal zurück zu Chris Löwe. Ein Pass zu Andrej Petrak. Flach reingespielt. Patrick Schmidt in der 51. Minute mit dem 1:1. Überfällig war das Ganze. Ging absolut in Ordnung. Der KSC nochmal über eine Standardsituation. Zumindest so halb gefährlich. Daniel Gordon. Aber der Winkel war viel zu spitz. Wird dann auch noch behindert. Mehr kam dann von beiden Seiten nicht. So blieb es beim Unentschieden. Für den KSC vielleicht etwas zu wenig. Aber dem Spielverlauf entsprechend war das definitiv das verdiente Ergebnis. Der FC Hansa Rostock hat trotz der jüngsten Niederlage immer noch die Pole Position, zumindest auf den zweiten Platz. Vor ihnen steht noch der SV Waldhof Mannheim, aber Hansa Rostock wurde hier vom FC Kaiserslautern ordentlich unter Druck gesetzt. Schärf kann diesen Eckball klären, doch Florian Pick bringt das nochmal hier gefährlich ins Spiel. Das Gerät und Kühlwetter kann damit umgehen. 35. Minute ein Schuss wie ein sprichwörtlicher Strich reingezogen, links platziert, ohne Chance für Markus Kolke, den irgendwie zu parieren. Noch immer war nicht Pause, die Roten Teufel wollten durch Timmy Thiele hier eigentlich noch einen drauflegen. Diesmal ist Kolke wieder da, war lange Zeit in dieser Liga und das sogar bis zum 7. Spieltag. Der beste Keeper aktuell, der 5. Gegentreffer, aber der war ihm nicht wirklich zuzuschreiben. 0:1 stand es dann nach 45 Minuten. Kühlwetter hatte eben bislang den einzigen Treffer erzielt. Was die Korke nach vorne brachte, war aber weiterhin enttäuschend. Für einen Zweitplatzierten hatte man sich da durchaus etwas mehr erwartet. Thiele zu Carlos Sickinger. Nun, der hat da auch lange Zeit, sich die Ecke auszusuchen. Und lässt sich nicht zweimal bitten. 49. Minute erhöht für die Gäste. Unten links rein. Abermals Kolke ohne jede Chance. Und es wurde noch nicht besser bei Hansa Rostock. Kühlwetter nochmal mit der Übersicht. Kaiserslautern hatte jetzt auch die Ruhe weg. Kühlwetter glitscht ihm da ein bisschen ab. Dieser Schuss wird trotzdem nicht ganz ungefährlich. Die letzte Szene gehörte aber den Rostockern. Opoku zurückgelegt. John Verhoek, aber das zeigte, dass in dieser Partie einfach nicht so viel rund lief. Da verspringt ihm der Ball, dann trifft er ihn nicht schlecht. Mit der Hand wird er abgewehrt. Es gab aber keinen Elfmeter. Rostock gegen Kaiserslautern endet hier verdient mit 0:2. Zum Abschluss des 8. Spieltags hat der TSV 1860 München den Tabellenführer aus Mannheim zu Gast. Beide Teams haben 14 Punkte, Platz 3 gegen Platz 1 also. Und 1860 hier von Beginn an richtig motiviert, den Tabellenführer zu stürzen. Mölders geht über die rechte Seite, der Ball wird super zurückgelegt, Königsmann aber ist in überragender Verfassung, fischt den noch irgendwie raus mit einer glanzvollen Reaktion. Die Anfangsphase aber klar in den Händen der Münchner Löwen. Philipp Steinhardt. Wieder Steinhardt und Königsmann muss das nächste Mal eingreifen. War der einzige Grund, weshalb es hier noch 0:0 stand. Die nächste Möglichkeit. Gepard mit dem genialen Pass zu Sascha Mölders. Kein Abseits. Sascha Mölders scheitert dabei an Königsmann.
lässt sich da etwas zu weit am Ende vom Tor abdrängen, dann ist die Schussposition eher suboptimaler Natur. So ging es torlos in die Pause. Der SV Waldhof Mannheim war dafür etwas dankbarer als München 60. Wir springen in den zweiten Durchgang. Ein Wechsel noch, dann diese Standardsituation direkt im Anschluss. Steinhardt, Schuster macht's unglaublich heiß für seine eigene Hintermannschaft. Und Prinz Osei Owosu kann das ausnutzen. Schuster kann es nicht klären. Dann ist es wirklich eine Folge von unglücklichen Ereignissen. So das 1:0 für 1860, aber verdient. Stefan Lex nun mit mehr Platz. Vorne nochmal eine Flanke. Hofrath. Und Owosu drückt den Ball über die Linie. Doppelpack vom Prinzen. Das zweite Missverständnis, Owosu stört, aber stört auch fair und holt sich hier den Doppelpack. Mannheim kam in der Nachspielzeit nochmal zu nach Szene, Schuster. Oh Mann, das zeigt das Pech heute. Steht da 2 Meter vorm freien Tor, muss das Ding nur über die Linie drücken, aber köpft vorbei. So blieb es beim 2:0. Das ging absolut in Ordnung. Der TSV 1860 München stürzt damit den Tabellenführer. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Am Samstag kommt dann eine Doppelepisode mit 2 Konferenzen zum letzten Spieltag. Am Sonntag dann die Playoffs, also die Finalspiele auch. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und adios.